bodenlos. Sie mir ins Heif? Wenn ich etwas sage, sage ich, was ich sage. Er ist vieles, aber vor allem ist er Schriftsteller. Ich sage nie, was ich denke oder gar, was ich meine. Ob ich denke, was ich denke, möchte ich jetzt mal außer Acht lassen. Und ob ich meine, was ich meine, und darüber möchte ich in diesem Augenblick nicht einmal nachdenken. Und das Buch als Garten, das wird Ihnen jetzt vorgestellt. Vorgarten. Wir stehen Rede und Antwort, stehen arglos in den Raum hinein, allein und quer. Berichten wir vom Buchenstab, vom Schellenbaum, vom Echokraut und von den Satzlaufrosen, ohne sie zu kennen, ohne sie zu pflücken, kehren wir um und uns selbst den Rücken. Mal breit, mal schmal, kommen zurück mit leeren Händen, Teller voll mit Abenteuern, ohne sie zu brechen, ohne sie je anzurühren. In den Furchen unserer Mäuler verstecken sich Erinnerungen. Kauen leise, flüstern, sprechen, schreien, klopfen ihre Rinden, kratzen ihre Ränder, schaben ihre Häute. Die Gedichte suchen quasi nach dieser Gartenbedeutung. Das Wort, das zum Samen wird, das zum Samenkorn wird und keimt, wächst und gedeiht, wenn man so möchte, in diesem Buch. Das Buch geht der Kombinierbarkeit von Sprache auf die Spur, so wie die Kombinierbarkeit von Pflanzen ja den Garten in seiner Wesenheit ausmacht. Wir kommen ins Glashaus. Eines Tages bei Nacht wird es Tag hell am Morgen. An, in, aus und durch, als Teil eines Teiles, ein Bruch. Eines Tages bei Nacht bleibt es Nacht, einander in Stücken verwoben, verknoten wir stumm und... Wer also spendet sich letztendlich ganz? Die Gedichte sind demnach, so wie es sich für einen Garten gehört, voller Schönheit, aber doch auch ein wenig voller Grausamkeit. Ich bin froh, dass ich nicht den ersten Impulsen nachgegangen bin, wieder so sehr strukturell zu arbeiten. Ich habe schon das Gefühl, dass es Strukturen gibt, also ich glaube, das ist auch erkennbar, aber es ermöglicht viel mehr an Freiheiten innerhalb des Arbeitens der Gärten. Sie sind voller Rhythmus, sie sind voller Wachstum, sie sind voller Farbe und sie sind auch voller Klang. Der Kindergarten. Was zibbelt, zampft und zirpt, was zeichelt, zwickt und zeckt, was zwiebelt, zäunt und zuckt, aus allen Fugen ritzt es sich und eckt, was äugt und saugt und schluckt, was sprengt und läuft und stirbt, was krabbelt, kreucht und scheucht, in alle Winkeln sprüht es sich hinweg, es surrt und brummt und seucht, es sticht und stachelt Sturm, es fühlert, fingert, säumt den Turm auf Blüten, Bäumen, Stein und Stängel, flüchtet, furcht und fruchtet, wärmt und stochert, Wurm, rüsselt, rackert, rollt und trotzt, verschnäbelt halb vom Federkleid, verhackt, verkackt, versucht und trotzdem scharfen Gelbhornpicken leid und lärmt und pocht und flügelt, engelgleich wie Haft entlassen, Weg und Steg, Gewitter blitzt und beugt den Regen, Bogen färbt die Luft, den Himmel still, will Wolken grasen, Erden sprengen, Blätter zwirbeln, Wirbelwind im Stechschritt, Wund gewimmelt, Bein frei, Tritt um Tritt, ein Ritt ins Erdloch. Wenn man nun versucht, den Garten zu beschreiben, tut man sich schon schwer. Was ist ein Garten? Also wenn man mit Natur und das Thema Natur und Garten hat, dann kann man nie auskommen. Also dann lohnt es sich eher,
zu versuchen, mitten hineinzuspringen und auszuloten, was möglicherweise heute schreibbar ist, ohne zu versuchen, Sicherheitsnetze zu haben. Ein italienischer Humanist hat im 16. Jahrhundert drei verschiedene Arten von Natur beschrieben. Die erste Natur ist die wilde, die unberührte Natur. Die zweite Natur, die ist die kultivierte Natur in Form von Landwirtschaft. Also Natur, die für einen bestimmten Zweck kultiviert wurde. Und die dritte Natur, die es dann auch noch gibt, ist eben der Garten, der, wenn man so will, dazwischen steht, der einerseits kultiviert ist, andererseits aber in dieser Kultiviertheit versucht, das Wilde, das Unberührte nachzubauen. Bei der Sprache bin ich mir eben auch nicht sicher, welches Gewächs es eigentlich ist oder welches Substrat es ist. Es wird zwar, der Mensch schreibt zwar die Sprache nur den Menschen zu, oder es gibt so ein paar Grenzfälle, wo man sagt, was ist überhaupt Sprache, aber ich traue dem nicht so sehr. Das Buch ist demnach dem Garten gewidmet, oder besser, das Buch ist ein Garten, oder vielleicht noch besser, das Buch ist der Garten. Wir befinden uns in fremden Gärten, nah am Boden. So hänge ich mich an Worte, wo zwischen Ästen Blätter baumeln, auf zu diesen Gärten, ohne Luft und ohne Zeichen, wo Wärme sich erinnert, roh, in totgesagtem Taumeln, Stämme, Früchte, Felder, abgegrast, gezupft, entbleichen, schwarz verkohlt, ihr grün umgrüntes Schlingen, von Schnäbeln, Federn, angesenkten Flügeln, schwingen sie verweigernd jeden Stift im Wieder auf Erstehen. Wie kann man den Garten darüber hinaus definieren? Wie kann man versuchen, ihn zu beschreiben? Heterotopoesis, flieg, Teppich, flieg. Eins. Aufgeknüpft der Raum, als Faden lang ins Auge eingeflochten, spinnt sich in, um, an, einander Linien, Wickeln, Kurven, Blicke in ein Baumgeflecht von Blüten, Fasern, Stempeln, Stängeln, Wurzeln, in den Seetopf laufen Maschen, Hallen und Grasgemisch in abgezirkelt runden Arealen. Dieses Verwobensein, das ja den Garten ausmacht, führt ja zu einem Bild, zu einem Muster, das auch wieder seit ewigen Zeiten mit dem Garten verbunden ist. Die Gärten im arabischen Raum wurden ja zu Wintergärten, indem man sie zu Teppichen verarbeitet hat. Und auch wieder, wenn man den Historikern glaubt, dann ist der Orientsteppich ja nichts anderes als ein Garten fürs Haus, um im Winter auch den Garten genießen zu können. Da geht es natürlich auch um Teppiche. Und das Spannende bei Teppichen, zum Beispiel bei alten Knüpftraditionen, gibt es einen Knüpfmeister und dieser Meister singt. Der singt zum Beispiel, und so kann man sich nicht vorstellen, wie ich es jetzt, glaube ich, mache, zweimal blau und fünfmal rot. Und alle knüpfen und singen zweimal blau und fünfmal rot, zweimal blau und fünfmal. Tatsächlich. Es ist keine Geschichte. Es kommt auch sehr darauf an, welche Wolle für Teppiche verwendet wird. Zum Beispiel ist die Nackenwolle die beste oder die schlechteste Wolle für Teppiche. Kurz gesagt, was alles Garten ist, ist in diesem Buch. Was alles den Garten sprechen kann, was den Garten denken kann, das findet man darin, in ungefähr 100 Gedichten, gesammelt in 21 Blöcken oder Kapiteln oder Erscheinungsformen.